Grüß euch, herzlich willkommen. Ihr seid hier bei einer neuen Folge des Videopodcasts Wolliges Geplauder. Mein Name ist Jenny, ich wohne im schönen Allgäu und erzähle euch, was ich die letzten 2 Wochen gestrickt und gehandarbeitet habe. Ja, wir haben immer noch Corona-Zeiten und dementsprechend haben wahrscheinlich viele von euch mehr Zeit, manche haben weniger Zeit und ich möchte euch einfach ein bisschen eine Unterhaltung und Ablenkung mit meinem Video bringen und bedanke mich am Anfang wie immer für die vielen, vielen lieben Kommentare, die ihr mir auf das letzte Video geschickt habt. Und es hat mich sehr, sehr gefreut über eure Rückmeldungen wie immer und ich hoffe, ich habe inzwischen auch auf alle geantwortet. Ich habe ein bisschen mich vertan, weil normalerweise bekomme ich immer eine E-Mail, wenn ein Kommentar erscheint und irgendwo hat es da nicht so funktioniert. Am Ende hat es dann doch wieder funktioniert. Also ich weiß nicht, woran das liegt, ob ich da irgendwie die Einstellungen verändert habe. Aber wie gesagt, manchmal funktioniert das und manchmal funktioniert das nicht. Und dann muss ich immer dran denken, dass ich mal wieder unter mein Video schaue, um zu sehen, was da für Kommentare angekommen sind. Ja, ein Kommentar hat mich allerdings ein bisschen geärgert oder ja, doch ein bisschen sogar mehr geärgert. Ja, weil der Ton einfach extrem unfreundlich war in diesem Kommentar. Also es ging vom Inhalt her, da kann man sich drüber streiten. Also vielleicht habt ihr es auch so, nein, ich glaube nicht, dass ihr es mitbekommen habt, aber so in Kürze, ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich Homeoffice habe, ich bin ja Lehrerin und dass ich einfach mir meine Schüler und die sozialen Kontakte, die ich einfach durch die Schule immer habe, furchtbar fehlen und dass dieses Zuhause-Heimarbeiten eigentlich nicht so meins ist. Und ich habe 2 Kommentare darauf bekommen, dass es hieß, ich brauche doch da gar nicht jammern, weil als Beamtin bin ich gut versorgt und ich muss mir keine Sorgen um meinen Job machen. Und da gebe ich diesen Personen auch voll und ganz recht. Also das ist auch nicht mein Jammern, dass ich jetzt mir irgendwie mich über meinen Beruf beklage, sondern es ist einfach diese Situation, die mir da irgendwo zusetzt und auch das macht mir halt dann nicht die Freude oder mir fehlt es einfach. Ob das jetzt Jammern ist oder nicht, ich sage einfach, das ist mein persönliches Empfinden und eine Person hat es dann sehr freundlich geschrieben, das fand ich auch völlig in Ordnung. Ich habe auch darauf geantwortet, das ist gar keine Frage und ich weiß auch, dass es vielen Leuten, sehr, sehr vielen Leuten schlechter geht als mir. Also und ich habe auch, glaube letztes Mal schon gesagt, dass ich eine ganz große Anerkennung denen zollen, die jetzt hier so fleißig arbeiten und unser System am Laufen halten, auch unter persönlichen Risiken. Also meine Tochter arbeitet selber auch im pflegenden Bereich und ich weiß, was die gerade im Moment leistet. Also ja, also absolute Hochachtung vor euch, auch nicht nur im pflegenden Bereich, in den Supermärkten und sonst wo ihr überall arbeitet. Wie gesagt, mein Jammern oder meine Klage war einfach, dass diese Form des Unterrichts mir einfach keinen Spaß macht. Der andere Kommentar ging von der Tendenz her in die gleiche Richtung, aber der Tonfall war einfach unangemessen und ich fühlte mich da sehr angegriffen. Er steht noch unter meinem letzten Video. Falls ihr neugierig seid, könnt ihr euch ja selbst ein Bild machen. Ich sage jetzt da einfach nicht mehr dazu. Ja, ich würde mir wünschen, wenn sowas einfach nicht mehr vorkommt, weil ich finde, das ist kein Umgangston. Ich versuche ja auch freundlich mit euch zu reden und niemanden anzugreifen. Und das erwarte ich auch, wenn man mir Rückmeldungen gibt. Wie gesagt, wenn jemand Kritik äußert, ich bin gern bereit zu diskutieren und sehe auch manches ein, dass das vielleicht jetzt für manche blöd angekommen ist, diese Aussage von mir. Aber ja, eben bitte nicht in diesem Ton. Und generell finde ich, ja, diese Zeit setzt vielen Leuten zu. Und ich glaube, viele werden etwas dünnhäutig in dieser Zeit, weil sie einfach nicht mehr das gewohnte Leben leben und jedem fehlt irgendwas, dem einen mehr und dem anderen weniger. Also ich glaube, manchmal kommt es gar nicht mehr so um die Situation an, in die man sich befindet, ob man jetzt die Existenz bedroht ist oder ob man einfach sich nur, man ist gut versorgt, aber man sitzt alleine zu Hause. Also ich denke, jeder hat sein Ding, was ihn gerade furchtbar stört und ärgert und wo er damit umgehen muss. Und manche können einfach das besser
verarbeiten. Und manchen, denen es zwar vergleichsweise gut geht, denen geht es ganz, ganz nahe und ganz ans Herz. Und ja, also ich denke, man sollte für alle ein offenes Ohr haben und man kann sich ja im Stillen denken, Mensch, dir geht's doch eigentlich gut, aber ich finde diese Kategorisierung, oh, du darfst gar nicht jammern, weil es dir geht's ja gut, oder du darfst dich gar nicht beschweren, das finde ich irgendwo grundlegend falsch, weil jeder Mensch ist anders und jeder empfindet eine Situation anders und ich glaube, wir sollten einfach ein offenes Ohr haben und es geht oft gar nicht, dass man kann den Leuten ja nicht unbedingt helfen, aber manchmal hilft es einfach nur zuzuhören und sagen, ja, du hast mein Mitgefühl und ja, einfach, dass man einfach ein bisschen den anderen Leuten zuhört. Also, und auch wenn man das Gefühl hat, es gibt denen geht es nicht so schlecht, weil wenn wir es uns vergleichen, generell hier in Europa, in Deutschland, mit vielen anderen Ländern, also ich habe mich so die Situation in Indien oder in Brasilien, wo das Ganze jetzt hochkocht, ich glaube, da geht es selbst denen, denen es bei uns am schlechtesten geht, geht es dann auch vergleichsweise gut. Ja, also das war jetzt mein Wort zum Sonntag am heutigen Dienstag. Heute haben wir übrigens den 7. April, haben wir, ja genau, 7. April. Und jetzt geht es ans das, warum ich eigentlich hier sitze, nämlich ans Stricken und Handarbeiten. Und ich werde jetzt kein Wort mehr über Corona verlieren, über das restliche Video, das verspreche ich euch, weil ich habe euch ja versprochen, ich möchte euch einfach nur ablenken. Ja, und ich beginne mit dem, was ihr schon so hier so ein bisschen sehen könnt. Das ist mein fertiges Projekt der Folge, wobei es nur fast fertig ist. Also alles Gestrickte ist fertig und ich habe mich getraut. Ja, juhu, ich war mutig, relativ schnell nach dem letzten Video. Das muss ich nur damals ein bisschen unten wegtun, dass ich da mein Püppchen herziehen kann, ohne dass das auseinanderfällt. Das ist eine sehr ja, lummelige Konstruktion von dieser Schneiderpuppe, aber sie tut ihren Zweck. Ja, also die Jacke kennt ihr ja schon. Das ist mein Leutnantsjärter von Wenke Roalert. Schau noch mal. Genau, Wenke Roalert heißt die Designerin. Eine norwegische Anleitung mit dieser wunderschönen Rundpasse oben. Runterziehen? Nein, kann ich nicht. Und geht natürlich nach hinten. Also, die habe ich euch letztes Mal schon fertig gezeigt. Da war schon alles gestrickt. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe gestickt. Ich habe es hier in der Mitte aufgeschnitten. Hat super funktioniert. Ich habe es mit der Nähmaschine abgenäht, einmal mit Geradstrich und zur Sicherheit dann nach dem Aufschneiden nochmal mit einem Zickzackstich. Sieht man hier noch so ein bisschen. Ah, ich habe einen gelben Faden genommen, weil ich da eh noch was drüber nähe, dann ist das wurscht und der Faden war gerade drinnen. Dann habe ich da die Maschen aufgenommen. Auch das ist sehr, sehr schön geworden, finde ich. Also von der Aufnahme her, ohne dass man das irgendwie, also sehr gleichmäßig, also am Maschenrand entlang, bin ich zufrieden mit meinem Ergebnis. Dann habe ich die Blenden hier hingestrickt. Hier sind auch Knopflöcher drin, die sind relativ versteckt. Und dann habe ich oben noch dieses Halsbündchen dran gestrickt. Das ist doppellagig. Hier seht ihr, an der Innenseite ist es grau und hier ist es eben außen orange. Ja, das passt soweit alles wunderbar und ich bin total glücklich damit. Die Jacke passt super. Sie ist nicht allzu groß, sage ich mal so. Also einen ganz dicken Pullover kann ich nicht runter anziehen, aber ein Shirt oder ein bisschen dickeres Shirt, das geht allemal. Und wenn ich es offen lasse, kann ich auch was dickeres drunter anziehen. So, was fehlt jetzt noch? Natürlich fehlen noch Knöpfe. Ich habe mir schon welche ausgewählt. Es werden wahrscheinlich diese Knöpfe sein. Das sind so Palmut-Knöpfe, die so grau sind. Das passt dann eben hier ganz gut zur Passe dazu. Die habe ich zu Hause. Ich habe noch gar nicht ausprobiert, ob die durch die Knopflöcher gehen. Ja, doch, die passen genau doch. Und die muss ich noch annähen. Das ist also der Punkt 1. Und dann hätte ich gerne hier
da noch so ein Zierband drüber, weil das hängt hier so komisch weg. Man könnte es auch lassen und sagen, man sieht das sowieso nicht, aber ich möchte es schon so ein bisschen noch kaschieren und habe mal so geguckt. Ich habe kein passendes Band. Ich hätte gerne sowas mit weiß-grau innen runter und dass ich dann vielleicht auch hier oben noch da auch noch dran nähe. Das muss ich mir erst noch besorgen. Da muss ich mal schauen, wo ich das herbekomme. Ich werde es wahrscheinlich bestellen müssen, weil selbst wenn die Läden wieder aufhaben, so Zierbänder in großer Auswahl bekommt man hier in der Umgebung eher weniger und ich glaube nicht, dass ich so schnell auf ein Woll- oder Stofffest komme, um das zu kaufen. Aber ansonsten ist diese Jacke fertig und ich bin sehr glücklich damit und ja, und ich zeige sie euch dann noch mal ganz kurz, wenn ich alles dann fertig habe. Vielleicht trage ich sie dann auch schon im nächsten Video. Mal gucken, wie das so läuft. Ja, wer noch Informationen zu dieser Jacke möchte, auf meiner Projektseite stehen alle, bei Ravelry, die Projektseite stehen, da steht die Wolle drinnen, das ist Rauma Vinyl, da stehen auch die Farbnummern drinnen und ich habe von Weiß und Grau und dann ist da noch so ein ganz kleines bisschen Mint, das allerdings kaum auffällt. Hier unten fällt es eher auf, aber auch nicht richtig. Nein, man sieht es kaum, aber so ein kleines bisschen Mint fällt auf. Da habe ich also, keine Ahnung, 20, 30 Gramm gebraucht von dem Knäuel, also nicht viel. Und von dem Orangen habe ich knapp, also ein bisschen weniger als 5 Knäuel gebraucht. Also es sind dann 240 Gramm, schätze ich jetzt mal ganz grob, für die kleinste Größe der Anleitung, die ich gestrickt habe. Ja, dann. Das nächste Projekt, das ich euch zeige, ist meine Wetterdecke. Ich habe hier mein Tablet auf dem Schoß liegen. Da sind alle Informationen drinnen und auch die von der Wetterdecke, die Temperaturdecke für das Jahr 1970 ist nach der Anleitung Northeasterly von Skein Enigans. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber ihr findet es auch auf meiner Projektseite. Und da habe ich euch ja letztes Mal erzählt, aufgrund von persönlichen Umständen bin ich da ziemlich in Verzug geraten mit, da hat ja, 1,5 Monate haben, glaube ich, gefehlt. Ich war jetzt in den letzten Tagen, Wochen sehr fleißig, habe jeden Tag 2 Tage gestrickt, um das Ganze eben langsam aufzuheben, aufzuholen. Das ist natürlich auch dadurch, dass ich jetzt in etwas mehr Strickzeit habe, vor allem am Morgen nicht so schnell weg muss, kann ich das ganz gut machen und es funktioniert ganz gut und ich habe inzwischen fast den ganzen März fertig. Und ja, dann kann ich, also ich denke, im April komme ich wieder auf den aktuellen Stand und dann möchte ich das durchaus auch beibehalten, weil es macht schon wahnsinnig Spaß. Also ich finde das total schön. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, wie weit ich bin. Jetzt seht ihr von mir nichts mehr, aber dafür die Decke, das ist wichtiger. Und es sind 3 Streifen, das heißt 3 Monate. Der untere Streifen ist der Januar und ihr seht, der März, der jetzt dazugekommen ist, der bot erstmal wenig Abwechslung. Das war immer so eine Temperatur knapp unter 0 Grad. Weiß ist dann 0 Grad, da ging es dann leicht über 0 Grad. Das ist dieses Gelb und das Weiß. Dann grün wird es dann schon etwas wärmer. Und dann gibt es wieder so ein bisschen, auch hier wieder ziemlich fad, immer die gleiche Farbe. Von Weiß habe ich jetzt fast gar nichts mehr. Da habe ich anscheinend ziemlich viel gebraucht oder der Knäuel war nicht mehr ganz komplett. Und jetzt kommen die bunteren Farben und das heißt, hier geht es in den wärmeren Bereich. Dieses dunklere Orange oder Gelb, dunkelgelb, das ist die wärmste Farbe bis jetzt. Und ja. Und da fehlt mir jetzt vom März nur noch dieses Stück hier. Das sind jetzt noch, glaube ich, so 4 oder 5 Tage, was fehlen. Na, da unten sieht man es. 1, 2, 3, 5 Tage fehlen noch. Einen muss ich heute noch stricken und die anderen dann morgen, übermorgen. Und dann ist der März fertig. Dann kommt der April. Und so wird das dann eben langsam aufgeholt. Für alle, die jetzt nicht wissen, was eine Temperaturdecke ist, ich erkläre es zwischendrin immer mal wieder. Wer es nicht mehr hören kann, hält sich jetzt einfach die Ohren zu oder geht auf die Toilette oder geht Kaffee trinken oder spult vor.
Eine Temperaturdecke ist so gedacht, dass man sich von einem Jahr jeden Tag die Temperatur misst oder schaut, dass man an die Daten kommt. Bei mir ist es ja das Jahr 1970, da habe ich eben nämlich die Wetterdaten von Kachelmann Wetter und immer die Höchsttemperatur an meinem Geburtsort, das ist Kempten. Und dann habe ich eine Farbskala gemacht. Zeige ich euch auch noch mal, wenn ich sie dabei habe. Ja, habe ich. Ist schon ein bisschen verknittert. Eine Farbskala gemacht. Und je nachdem, wie die Temperatur ist an dem Tag, mit der Farbe stricke ich eben so einen kleinen Abschnitt. Und das Grau ist einfach nur, um die Tage und die Monate zu trennen. Jo. Und das möchte ich eben durchziehen, sodass ich dann Anfang Januar eine komplette Decke von meinem Geburtsjahrgang habe. So, das war meine Temperaturdecke und dann kommen wir zu den sonstigen Projekten, die ich in Arbeit habe und da habe ich ein neues System. Ich sehe jetzt schon, dass die Evelyn wieder zum Lachen anfängt, weil sie immer mit meinen Plänen, weil sie das so lustig findet, dass ich immer so viele Pläne mache und diese Pläne aber immer auch wieder verwerfe. Ja, ich habe einen neuen Plan und ich weiß nicht, wie lange ich den durchhalte. Wahrscheinlich nicht lang und ich werde ihn auch wieder verwerfen. Aber es ist auf jeden Fall ein neuer Plan. Und zwar habe ich mir vorgenommen, jeden Monat 5 Projekte in Arbeit zu haben. Das ist, finde ich, eine gute Zahl. Das ist nicht zu viel und das ist aber auch nicht zu langweilig. Ich möchte immer was Kleines dabei haben, also Socken, Handschuhe, Mütze oder sowas. Ein Tuch oder zwei und dann noch größere Projekte. Diesen Monat im April habe ich 2 große Projekte, 2 Tücher und ein paar Socken. Und ich fange mal mit dem an, was ihr schon kennt. Das erste, was ihr kennt, ist der Kunkel Karl, der aktuelle, der aber schon in den letzten Zügen liegt. Also viele sind schon fertig, sind schon ganz tolle Tücher entstanden. Und ja, auch ich bin noch fleißig dabei und ich hoffe, dass ich bis Freitag fertig werde, weil da muss ich mein Finalbild der lieben Anja schicken, damit es noch auf die Homepage kommt. Aber ich bin guter Dinge, dass ich das schaffe, auch wenn ich jetzt mit dem letzten Abschnitt arg hadere, weil das nämlich echt eine Geduldsprobe für mich ist. Der Kunkelkarl ist das Tuch Mosaic Musings von Stephen West. Ich stricke dieses Tuch aus Lace Garn. Das habe ich jetzt nicht mehr da, die Krone. Das ist eine Merino-Wolle, dreifädig, also so zwischen Lace und Fingering ist es dann von Hamburger Wollfabrik und in Schwarz. Und das andere ist das hier, mit dem stricke ich jetzt noch aktuell. Da seht ihr noch einen Rest von dem anderen, also da seht ihr das ein bisschen dicker. Und das ist wirklich ganz, ganz fitzelig dünn, aber für das Tuch finde ich es absolut super. Und ihr seht auch, ich habe noch eine ganze Menge da, weil es unglaublich lang läuft. Ich glaube, zu den 100 Gramm laufen da 1000 Meter oder so. Ja, und aus diesen 2 Farben wird das Tuch gestrickt. Das Tuch habt ihr bestimmt schon gesehen. Hat immer so Hebemaschenmuster. Erst ein ganz simples Hebemaschenmuster, dann nach Kraus-Rechts-Rippen wieder so ein kariertes Hebemaschenmuster. Und dann wieder ein Kraus-Rechts-Muster. Und dann kommt dieses letzte. Da bin ich letztes Mal auch irgendwo bei der zweieinhalbten Zacke stecken geblieben. Das ist mein Tablet, sorry. Die sind inzwischen fertig. Also es ist schaut noch ein bisschen krinkelig aus, weil es noch nicht gewaschen und gespannt hat. Aber ich glaube, wenn das dann mal so ein bisschen ausgehängt ist, kommt es auch etwas gleichmäßiger raus. Und dann kommt eben erstmal so ein kleines Lace-Muster. Das seht ihr hier ganz schlicht. Von jeder Zacke geht so eine Schrägborte mit Lochmuster weg. Und der Abschluss, das ist jetzt das, was mich so fordert und so viel Geduld braucht, das sind Zacken, die aber wunderschön sind, weil das so ein bisschen eine Rüschenoptik hat. Und hier seht ihr schon, die ersten Zacken sind fertig. Ah, also auch hier muss ich das noch ein bisschen legen, wenn das gewaschen ist und gespannt ist oder drüber gedämpft habe, schaut es dann bestimmt viel, viel ordentlicher aus als jetzt. Aber ihr seht, ich habe schon viele Zacken und ich habe noch mehr Zacken und noch mehr Zacken.
wisst ihr auch, warum das so eine Geduld braucht und noch mehr Zacken. Und da bin ich jetzt. Und jetzt fehlt mir ungefähr noch, ja, dieser Teil fehlt mir noch an Zacken. Also, einen großen Teil habe ich. Naja, es ist immer noch ein großes Stück. Aber mein Plan ist immer jeden Tag 10 Zacken stricken. Das habe ich in den letzten Tagen auch ganz gut geschafft. Und wenn das so weitergeht, werde ich bis Donnerstag oder Freitag auf jeden Fall damit fertig werden. Also eine Kaufanleitung von Stephen West, wenn ihr ihn nachstricken wollt. Er ist relativ einfach zu stricken. Also mit diesem Hebemaschenmuster kommt man gut rein. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass kein Chart dabei ist. Habe ich schon mal gemeckert. Aber wenn man so die Logik verstanden hat, dann kommt man dann auch gut dahinter und man muss dann auch nicht mehr jede Reihe gucken, was jetzt kommt, sondern es erschließt sich einem von selber, was man in der nächsten Reihe machen muss. Also bei dem Zackenmuster habe ich da nach ein paar Reihen dann nicht mehr geguckt auf die Anleitung, sondern einfach so drauf gestrickt. Und das ging, ohne dass ich da eben nachgucken musste, ging das wunderbar. Jo, das ist also mein erstes Tuch. Dann das zweite Tuch, das habe ich ziemlich vernachlässigt. Da sind nur ein paar Reihen dran passiert. Aber das wird dann vermehrt in Angriff genommen, wenn der jetzt dann fertig ist. Und zwar ist das der Moonraker von Melanie Berg aus diesem Buch hier. Das ist mein Projekt für Strick 6 in 2020. Da stricke ich dieses Jahr ja laut Tücher oder lauter Projekte aus Büchern, nicht nur Tücher, sondern auch andere Projekte. Und ja, und hier habe ich mir eben diesen Moonraker ausgesucht. Jetzt schaue ich gerade, ob ich hier das Bild finde, so auf die Schnelle. Nö. Aber das kleine Bild, das kann ich euch zeigen. Ah, also das ist dieses Tuch hier. Also ein sehr schlichtes und simples Tuch, das aber, denke ich, gut tragbar ist, und soweit bin ich. Ah, heute seht ihr auch ein bisschen besser die Farben. Das seht ihr, wo ich das letzte Mal war, und ihr seht wirklich, nur ein paar Zentimeter sind dran gestrickt, deswegen werde ich das jetzt auch ganz schnell durch abhandeln, und das sind die anderen Abschnitte, und da folgt jetzt noch mal so ein gelber Abschnitt, also noch mal eine so Knubbel mit einem gelben Abschluss, und dann kommt der Übergang, dann wird der Hintergrundfarbe wird dann dunkelgrau, und dann setzt sich das Ganze noch mal fort. Die Wolle, die ich habe, ist von, also dieses Hauptgarn Knit by Numbers 4ply Merino Wolle, die unglaublich weich ist, also und die hat mir die liebe Sandra mal aus Edinburgh vom Edinburgher Yarn Festival mitgebracht. Ja, also das ist Projekt Nummer 2 für April, das, denke ich, nicht fertig wird. Glaube ich nicht, dass ich das schaffe. Aber es ist wurscht, dann stricke ich es halt dann im Mai weiter. Jo, dann habe ich neben 2 Tüchern 2 Oberteile auf den Nadeln, 2 Pullover dieses Mal. Und eines kennt ihr auch schon, aber ihr habt es schon lange nicht mehr gesehen. Das habe ich irgendwann, ich weiß gar nicht mehr. Ich schaue mal, ob ich es hier drin habe. Dann Projekte. Nein, ich habe es noch gar nicht angelegt. Oh, doch, doch, habe ich. Doch. Ah. Ich habe das am 7. Oktober habe ich es begonnen. Boah, schon so lang her, dass ich habe gedacht, irgendwann später. Okay, am 7. Oktober habe ich es begonnen. Und dann habe ich ein bisschen dran gestrickt. Und dann, wie so oft bei mir ist, hat es geruht. Und ja, und das habe ich jetzt wieder aufgegriffen und bin ein ganz schönes Stück weit gekommen. Und zwar ist es der Weekender von Andrea Mori. Das ist eine Kaufanleitung. Und ein relativ schlichter Pullover, der rechts gestrickt wird, aber dann mit der linken Seite nach außen getragen wird. Also inside out, wie es so schön heißt. Und ja,
Und soweit bin ich. Also ich habe inzwischen den Körperteil fertig. Das sieht ihr hier unten am Bündchen, beginnt man. Hat einen geteilten Bund. Hinten ist es länger als vorne. Die Farbe ist jetzt ein bisschen anders, als ihr seht. Also es ist eher braun. Bei euch kommt es fast zu orange raus. Aber gut. Ja, und dann wird es hochgestrickt. Man hat vorne und hinten, was ich sehr hübsch finde, so diese auffällige Mittelnaht, die durch eine Hebemasche entsteht. Und oben wird dann erstmal so eine Schulterschrägung gestrickt, was ganz geschickt ist, weil die dann wirklich gut passt, die Schulter. Und dann kommt ein Rechts-Links-Bündchen und oben dann auch mit einer so aufgesetzten Schulternaht. Ich habe das mit Three Needle Binding abgekettet. Ich glaube, im Original ist es ein bisschen anderes System. Jo. Und dann bin ich jetzt hier beim ersten Ärmel. Da kommen wieder meine Charot-Ärmelnadeln zum Einsatz. Der ist relativ eng, der Ärmel, obwohl ich schon zwei Größen größer genommen habe, von der Maschenanzahl her. Aber er passt. Und ja, aber ich werde ja da auch keinen dicken Pullover drunter ziehen. Also das ist ja gut. Und durch das, dass er etwas überschnitten ist, fängt er ja auch nicht oben an der Achsel an, sondern schon irgendwo am Oberarm dran, und da passt es dann schon ganz gut. Da fehlt mir jetzt noch ungefähr, ja, so ein Stück, und dann kommt das Bündchen. Die Wolle, die ich verwende, zeige ich euch auch noch. Die habe ich auch, da habe ich diese Krone, die habe ich jetzt schon das für den anderen Ärmel abgewickelt, weil ich mir bei diesen Kronen immer furchtbar unsicher bin, wie viel ist jetzt da noch drauf, wie viel kann ich da noch stricken. Also da habe ich mich schon sehr oft verschätzt, meistens eben, dass ich eigentlich noch mehr übrig habe als gedacht, aber sicher ist sicher, habe ich es abgewickelt. Das ist 60% Merino, 30% Kaschmir und 10% Maulbeerseide. Insgesamt hatte ich davon 500 Gramm. Und Lauflänge weiß ich nicht, was sie eben hat. Und na, ich hatte keine 500 Gramm. Weiß es nicht. Auf jeden Fall. Gut. Ja. Ich habe es gekauft in der Hamburger Wollfabrik. Ist eine sehr, sehr tolle Qualität. Also da könnte ich mir vorstellen, das nochmal zu ordern. Vielleicht auch mal nur einfertig. Weil es ist schon die Kay-Stärke, würde ich sagen, auf jeden Fall. Der wird auch mit die Kay-Stärke gestrickt. Aber es ist zweifertig. Also auch wenn man irgendwo mal so ein Lace oder vielleicht Lace mit irgendwie noch Mohair dazu, könnte ich mir diese Qualität sehr, sehr gut vorstellen. Da war ich schon mal nah dran, auch was zu bestellen, ganz ehrlich. Also auf jeden Fall, das ist die Wolle dazu und Nadelstärken meistens mit 4,5, aber es wechselt zwischendrin so ein bisschen. Ja, aber der, hoffe ich, also der, denke ich, wird auf jeden Fall im April auch noch fertig werden. Die Ärmel, die gehen relativ flott, auch wenn ich nicht gerne Ärmel stricke, aber mit 4,5er Nadeln ist man da recht schnell durch. Gut, dann, das ist mein erstes Jacken- oder mein erstes großes Projekt. Das zweite große Projekt, da mache ich auch wieder bei einem Karl mit, und zwar einem Karl von der Annette von The Nerd Knits und von der Ellie von Verstrickt und Zugenäht. Ich glaube, er heißt der verstrickte Nerd Karl. Und wir stricken gemeinsam diesen Pullover. Ja, der wird jetzt wieder von ganz vielen mitgestrickt. Den habt ihr auch bestimmt schon öfters gesehen. Aber das ist eben auch ein traumhaft schöner Pullover und mal wieder was ganz anderes als viele andere Designs, die wir sonst so haben. Ja, ich habe dafür, oh, da habe ich jetzt die Banderole nicht da. Mist, 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 Mist. Ich stehe jetzt auf und hole das einfach. So. So, jetzt habe ich euch kurz alleine gelassen. Ich hätte auch
Ich drücke immer ungern auf Pause, weil ich nämlich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich auf Pause habe, ist manchmal die Tonspur hinterher verstellt. Deswegen bin ich da vorsichtig. Gut, also die Wolle, die ich verwende, ist zum einen dieses wunderschöne Mohairgarn. Das ist ja auch irgendwo farblich immer etwas schwierig zu zeigen. Das ist Thin Silk Mohair von Sandnes Garn. Ich habe einfach dieses Mohair gewählt, weil mir die Farbe so gut gepasst hat zu dem anderen, was ich da eben noch dazu habe. Aber es ist ganz normales Mohair mit 57% Mohair, 28% Seide und 15% Wolle in 212 Meter Lauflänge pro 25 Gramm. Also so dieses ganz typische Seide-Mohair-Garn. Und das zweite Garn, das hatte ich schon zu Hause und da wollte ich das eben passend dazu. Das ist meine eigene Walnussfärbung, die ich im Sommer mal gemacht habe aus Walnussschalen. Und das passt eben hier wunderbar zusammen. Das seht ihr dann vielleicht auch noch am Strickstück etwas besser. Also die zwei ergänzen sich wunderbar. Und ja, am 1. April haben wir angeschlagen. Da habe ich auch ein paar Runden gestrickt. Und ich habe dann für das Bündchen habe ich noch das hier mit, dass eben das Bündchen etwas dunkler wird. Das wird mit zwei Fäden gestrickt. Und dann kommt eben dieses Mohairgarn. Und hier habe ich den ersten Lace-Part jetzt fertig. Da ist ein kleiner Fehler drin, weil ich einmal die Löcher falsch rum gemacht habe, aber ich habe es jetzt so gelassen. Da war es, weiß mir wurscht. Beim nächsten Mal mache ich es dann richtig. Ich denke, das fällt jetzt nicht so auf. Ja, und da seht ihr einfach, weil das so changiert, dieses gefärbte Walnussgarn, und da trifft es genau exakt diese Farbe von diesem Mohair. Und das finde ich, ist wunderbar gut getroffen. Ja, also das ist mein Pullover Nummer 2 und der wird mit Sicherheit nicht fertig im April, aber vielleicht. Der macht unglaublich viel Spaß zum Stricken und ich denke, da komme ich ein gutes Stück weiter. Und ja, dann hoffe ich, dass ich den im Mai fertig bekomme. Die Anleitung, wenn ihr das nachstricken wollt, gibt es leider nicht einzeln zu kaufen, sondern nur in diesem Pompom Magazine. Ich habe das abonniert und bekomme immer dieses schöne Heft. Das ist einfach von der Aufmachung, gefällt mir das wunderbar. Ist relativ teuer, es einzeln zu bestellen. Man kann es, wenn man recht günstig an die Anleitung kommen möchte, direkt auf die Seite von Pompom Quarterly oder Pompom Magazine gehen und dort dieses Heft als E-Book kaufen. Also da ist es das günstigste Variante, an die Anleitung zu kommen. Man hat dann auch alle anderen Anleitungen aus dem Buch. Also da sind noch einige schöne andere Anleitungen dabei. Also es lohnt sich auf jeden Fall, finde ich. Und dort findet sich auch diese Anleitung, die aber natürlich leider auf Englisch ist. Aber gut verständlich. Und wenn ihr in die Gruppe rein wollt, diesen Karl, diese WhatsApp-Gruppe, ich bin ja da auch nur Teilnehmerin, aber vielleicht kennt ihr die Elli von Verstrickt und Zugenäht oder die Annette von der Nerdnitz, dann schreibt sie doch mal an und wenn ihr sie nicht kennt, schreibt mich an, dann würde ich dann einfach das weiterleiten. Jo, jetzt haben wir vier Projekte, jetzt fehlt noch eines. Und da kann ich euch noch nicht viel zeigen. Da habe ich nicht viel gestrickt, aber es fehlt natürlich noch das kleine Projekt für diesen Monat. Und das sind Socken, die ich machen möchte. Und zwar Socken, die ich schon lange, lange Zeit mal machen wollte, weil das einfach dermaßen gut zu mir passt. Ich bin auch schon von ein paar Leuten aufmerksam gemacht worden auf diese Socken. Und ah, das wäre doch was für dich, Jenny. Fand ich total süß von den Menschen. Ja, und das sind diese Socken. Ich hoffe, ihr könnt, ja, doch, man kann es erkennen. Ja, also diese Fliegenpilzsocken oder Toadstool Socks, Magic Toadstool Socks. Die Anleitung ist eine Kaufanleitung von Charlotte Stone. Stone Knits nennt sich wohl ihr so ihre Strickseite oder ihr Designseite. Und ja, die habe ich mir gekauft, die Anleitung, weil ich finde, dieses Fliegenpilzmuster ist da wunderschön und das kann man auch für andere Dinge nehmen. Also
Also, ja, und stricken möchte ich die aus einmal, das ist die Basisfarbe, das ist von Drops Fabel Long Print, so ein Farbverlauf in Grau, Beige, Hellgrau, Beige und ein bisschen Rosé drinnen. Das changiert dann so ein bisschen. Hier seht ihr, das Bündchen habe ich inzwischen gestrickt. Ich habe mit dem Tubular Cast-On habe ich angeschlagen, weil das dann einfach einen schönen Abschluss gibt. Eins rechts verschränkt, eins links gestrickt und dann würde das jetzt übergehen nach noch ein paar Reihen glatt rechts in die Fliegenpilze und die gehen dann, werde ich dann in dieser Farbe, diesen Farben stricken. Ich glaube, tue ich jetzt diese Petrolfarbene Bauch. Aber ich habe ein Beispiel gesehen mit diesen Farben auch und das hat mir ganz gut gefallen. Also das ist natürlich für die Fliegenpilze. Und vielleicht, dass ich dann die Ferse noch da stricke in dem Farbe. Oder vielleicht auch das Kontrastmuster noch. Ach, ihr lasst euch überraschen einfach, wie ich das dann mache. Auf jeden Fall habe ich mir die mal rausgelegt und irgendwas dabei gedacht, was ich inzwischen wieder vergessen habe. Aber wenn ich das Bild wieder sehe, dann weiß ich schon, wie ich das machen möchte. Jo, aber das ist auf jeden Fall mein fünftes Projekt für den Monat April. Und ja, ich wäre ganz zufrieden, wenn zumindest eine Socke im April fertig wird. Aber vielleicht schaffe ich ja sogar beide. Mal gucken. Ich bin ja keine so passionierte Sockenstrickerin, aber ab und zu sollten halt doch mal welche von den Nadeln rutschen. Ja, und damit bin ich vom Gestrickten alles doch. Und ich habe auch schon wieder über eine halbe Stunde euch die Ohren zugetextet. Deswegen schauen wir, dass wir langsam zum Ende kommen. Und hier gibt es jetzt doch noch etwas mit Corona. Ich weiß, ich habe es euch versprochen. Wen es nervt, schaltet aus. Es geht einfach nur, dass ich auch ein bisschen genäht habe, Mundschutz genäht habe. Und zwar habe ich zwar nicht, ich habe nicht genäht für Organisationen, sondern einmal für meinen eigenen Bedarf, weil ich glaube, es wird bei uns auch so weit kommen, dass man mit Mundschutz zum Einkaufen geht, aber dann auch für Bekannte, Familie und habe da schon einige weitergegeben. Und ich habe zwei Varianten, die habe ich beide noch hier. Das ist die Variante Nummer 1, das ist so dieses klassische. So. Und ihr seht, das ist natürlich total mein Mundschutz, weil das auch mein Muster ist. Naja, gut. Aber ich habe einfach auch Stoff genommen, das ich zu Hause hatte. Innen hatte habe ich, das ist eine ganz alte Bettwäsche von meiner Mama noch, die ich hier verwendet habe als Inlay. Und dann habe ich noch für meinen Freund, der wollte unbedingt was zu binden, keine Ahnung warum, weshalb. Da habe ich dann noch so Bändels hingemacht, aber es ist im Prinzip das gleiche Modell und wird dann eben hinten gebunden. Ja, auch schick. Gut, also die sind auf jeden Fall mal einsatzbereit jetzt und da vielleicht nähe ich noch ein paar mehr. Ich möchte auch noch die, es gibt ja noch so diese ergonomische Form, die möchte ich auch noch mal austesten. Ich glaube, von Patty Duke, die hat da einen ganz guten Schnitt. Da werde ich mich auch noch mal ranwagen und weil ein paar Anfragen habe ich noch, dass Leute mich gebeten haben, welche zu nähen. Und ja, da werde ich mich demnächst noch mal an die Nähmaschine setzen. Jo, und ja, dann war es das schon für diese Folge. Ich grüße euch alle ganz lieb da draußen. Ich hoffe, euch geht es weiterhin gut. Wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr krank seid, dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr bald wieder gesund werdet. Bleibt zuversichtlich, bleibt fröhlich, lasst euch nicht die Laune verderben. Geht raus bei dem schönen Wetter, aber nicht nur alleine, zum Spazierengehen natürlich oder mit der Familie. Aber einfach ein bisschen die Sonne nutzen, wenn sie so schön scheint. Und ich glaube, das tut auch unserer Psyche ganz gut, wenn wir die Sonne auf unsere Haut blitzen lassen. Und ja, und auch wenn jetzt das keine Ostern sind, wie es normal ist. Also ich wäre jetzt normalerweise in Marokko, das ist mein Urlaub, den ich gebucht habe.
der natürlich jetzt flach gefallen ist. Ja, ach ja, noch was wollte ich euch erzählen. Genau. Ein bisschen Gelabere am Schluss darf schon noch sein. Ja. Ja, bei mir, dieses Jahr geht es echt bei mir runter. Also es verändert sich ständig was und eine neue Veränderung gab es jetzt auch. In den letzten Tagen ist meine Tochter ausgezogen. Ja, leider muss jetzt dann alleine wohnen. Gut, aber da wird sich dann auch wieder was ändern, dass ich nicht so lange alleine wohne hier in meinem Haus, sondern ja, aber da erzähle ich euch dann bei Zeiten. Aber es ist schon ein komisches Gefühl, so als Mama. Ich bin jetzt keine super Gluckenmama und meiner Tochter dann auch immer mal wieder so ein bisschen übers Kreuz gekommen, wie es halt so ist mit Mutter und Tochter. Aber im Großen und Ganzen sind wir wirklich gut miteinander ausgekommen. Aber es ist jetzt schon komisch, wenn das Kind nicht mehr im eigenen Hause lebt. Also das ist schon, ja, gut, aber gut. So soll es sein. Sie werden flügge und sie wollen ihr eigenes Nest bauen und sie hat eine schöne Wohnung gefunden und das freut mich auch für sie, dass sie ist jetzt da mit ihrem Freund auch zusammen. Sie wohnt also nicht alleine und da richtet sie sich gerade ein, hat natürlich auch ein bisschen, sagt, oh, sie bräuchten jetzt noch dies und jenes und können nirgendwo hin zum Einkaufen gehen und bestellen wollen sie auch nicht. Also ein bisschen blöde Zeit zum Umziehen, aber gut. Dafür hat, ja, gut, nee, mehr Zeit hat sie auch nicht, weil sie arbeitet ja in der Pflege und ist da dann auch noch ziemlich eingespannt. Aber aber sie ist jetzt umgezogen. Heute hat sie noch die Katze mitgenommen. Das fand ich auch sehr schmerzhaft. Jetzt habe ich nicht mal mehr eine Katze zum Kuscheln, aber so ist das Leben eben. Und man muss die Kinder gehen und ziehen lassen. Und ja, bin auch zu Hause ausgezogen und war damals sehr glücklich über diesen Schritt, weil man halt doch auf eigenen Beinen stehen möchte. Ja, und damit verabschiede ich mich jetzt aber endgültig von euch. Wie gesagt, bleibt gesund. Wenn ihr nicht gesund seid, werdet bitte gesund. Haltet durch. Bleibt bei guter Laune. Ich wünsche euch frohe Ostern, euch und euren Familien, soweit dass ihr sehen könnt. Und verbringt gute Tage und damit. Drücke ich euch ganz fest, digital aus der Ferne, klappert fleißig mit den Nadeln, lasst keine Maschen fallen und wir sehen uns bald. Viert euch, eure Jenny.